aber Paul hab, ne? Da wird auch gebumst, denke ich, ist ja gar kein Problem. Also ich wäre soweit. Oh, Familienfeste sind immer so schön. Und meine Damen und Herren, es geht los! Schön, 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 dass ihr wieder mit dabei seid, hier bei Falsch, aber lustig. Der Sendung, die ihr hoffentlich abonniert habt oder es jetzt tut. Und es ist vor allem die Sendung, in der Menschen auf der Bühne versuchen, mir nicht die richtige, sondern die lustigste Antwort auf meine Fragen zu geben. Heute mit dabei Lena Kupke, meine Damen und Herren. Lena Kupke, oh mein Gott. Phyllis Dastan. Phyllis. Lena Kupke. Und Till Reiners. Und auch heute natürlich. Moritz ja. Es ist mir ein inneres Moosbad, wenn ich das immer höre. Finde ich toll. Auch heute wird es natürlich wieder einen Gewinner oder eine Gewinnerin geben. Und auch diese Person wird die Ehre haben, ihr hässliches Kinderfoto in diesen hässlichen Bilderrahmen zu tackern. Ist das was? Ja, das ist was. Wir kommen zu unserem ersten Spiel. Es heißt, wie war nochmal die Frage? Funktioniert recht simpel. Ich gebe euch die Antwort und ihr nennt mir die Frage dazu. Till, die Antwort ist, weil meine Eltern das so wollten. Wie lautet die Frage? Moritz, warum bist du mit deiner Frau zusammen? Weil meine Eltern das so wollten. Lena. Warum weiß Till nicht, dass wir Geschwister sind? Weil meine Eltern ihn nicht wollten. Wow. Geil, und alle, keiner lacht, alles ist ein bisschen. Stimmt das wirklich? Ja, siehst du? Aber jetzt wo ich es sehe, ne? Ja, die Energie und alles. Das kommt ja nicht, dieser Wahnsinn in den Augen. Nee, nicht die Energie, einfach nur dein Aussehen. Energie, aber egal. Ganz unangenehm. Ja, wir Geschwister, wir streiten uns immer und necken uns ein bisschen. Wow. Sorry, kleiner Exkurs. Können wir unsere Zeit auch haben, danke. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Die Antwort lautet, weil meine Eltern das so wollten. Wie lautet die Frage, Phyllis? Warum musste ich gestern 2 Stunden laut auf der Straße FaceTime? Nice. Till. Moritz, warum trägst du Barfußschuhe? Ja, weil es mega, also allein orthopädisch gesehen, die besten Schuhe. Ist egal, gut, darum geht's ja gar nicht heute, ja, alles klar. Die Antwort lautet, weil meine Eltern das so wollten. Phyllis, wie lautet die Frage? Warum durfte ich früher nie auf Familienfotos lächeln? Wow. Ich mach das mal vor. Wow, das ist bis heute geblieben. Lena, warum bist du hier? Ist das jetzt eine Frage an mich? Nee, dann werde ich jetzt. Ach so, weil meine Eltern das so wollten? Ja. Ja, die hatten wirklich auch wirklich gar keine anderen Pläne für mich. Also ich erfülle total ihre Erwartungen. Ja. Danke fürs Studium! Die haben gesagt, so, oh, Lena, du als Comedian, da sehen wir dich ja, total. Ja, ne? Wirklich. Da wird es uns glücklich dass machen. Dass du einfach was Durchsichtiges anziehst und da hinstellst und so, naja, neben dem Till. Die sind ja ganz verliebt in dich, Till. Okay, klar. Ganz. Weil du ihr Sohn bist. Unangenehm. Ich gebe euch die Antwort, ich nehme mir die Frage. Die Antwort ist, das habe ich von Christian Lindner gelernt. Phyllis. Wow. Warum leih ich allen Geld, obwohl ich keins hab? Till. Wieso zahlst du deiner Putzfrau nur 3 Euro die Stunde? Lena. Dass Haartransplantationen jetzt auch in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind. Das ja, auch einfach mal gegen die Optik von Männern. Ja. Ja. Ist ungewohnt, aber ja. Einfach mal mutig ja, sein. Phyllis. Warum war ich schon mit 12 ein Arsch? Weil deine Eltern das so wollten. Der war richtig. Der war richtig gut gesessen. Danke, Phyllis. Das ist eine Lob und eine Demütigung gleichzeitig. Das kann ich gut. Die Antwort lautet, das habe ich von Christa Lindner gelernt. Till, wie lautet die Frage? Warum siehst du so gut auf Schwarz-Weiß-Fotos aus? Muss man auch mal sagen. Ja, kann man mal ehrlich sein. Ja, sexy, Arschloch, aber sexy. Oder? Da stehst du doch drauf, Lena. Weiß ich auch nicht. Nee, weißt du was, wir haben so eine... Ja, ja. Du weißt auch, dass das bei Pornhub ganz diese Geschwister-Sachen ganz frei... RBB muss viel schneiden. Wow, du bist echt subtil. Nee, ja, ich bin... Nee, ich mag, wie du so zwischen den... Oder Pornhub, ne? Da wird auch gebumst, sag ich, ist ja gar kein Problem. Also ich wäre soweit.
Oh, Familienfeste sind immer so schön. Ja, um nochmal auf die Sendung zurückzukommen. Ja, okay, sorry. Warum habe ich volles Haar und keine Seele? Ihr mögt alle Christian Lindner irgendwie, ne? Ich, irgendwie keiner. Ja, ist unser Typ. Ja. Warum bin ich so geil? Also kann man sagen, ey, geil ist er schon. Ja. Also wenn ich ein Plakat ficken würde. Ja. Oder nicht? Ja, denken wir doch alle, dass wir uns denken, oh, als Politiker eine Null, aber Diggi, leck mich am Arsch. Nee. Und zwar wortwörtlich. Nein? Ja, ist eine Einzelmeinung. Gut. Hast du dich hier ganz schön in die Nesseln gesetzt? Ja, hab ich mich hier in die Nesseln gesetzt. Trotzdem haben wir einen großen Applaus für die Gewinnerin der ersten Runde, Lena Kupke, meine Damen und Herren. Wir kommen zu Spiel Nummer 2. Es heißt Elevator Pitch. Ich gebe euch jetzt die Möglichkeit, mir im Höhle der Löwen-Stil euer Unternehmen vorzustellen, ja, die Berlin unbedingt braucht. Es ist ein Unternehmen, das Berlin ganz dringend braucht. So, die witzigste Idee gewinnt. Till, ja. Hit me. Ja, nun, also, wir haben es schon mal in unserem Podcast Talk ohne Gast besprochen, aber ich muss es hier nochmal sagen, Shergard. Mega geil. Also, das ist einfach so Bodyguards für jedermann. Ja, du hast eine App. Und dann kannst du dir immer 2 Bodyguards dazu buchen. Mega geil, wenn du in eine Behörde gehst, Führerschein, geht alles schneller. Mhm. Kann ich nur empfehlen, ja, also ab da sind Schlangen einfach für dich. Einfach so, okay, wo ist der Kopf der Schlange, da gehöre ich wohl hin. Also super geil. Du kannst immer ordnen, ist wie eine Taxi-App, nur dass halt 2 Leute kommen, also 2 starke Leute. Ist das ein Abo oder zahlst du wirklich pro Einsatz? Es ist ein sowohl als auch Modell. Also du zahlst 50 Euro im Monat grundsätzlich, dafür hast du eine Freistunde und jede weitere Stunde kostet dann nochmal 50 Euro. Eigentlich total ideal. Also auch zum Beispiel, wenn ihr mal sagt, boah, ich habe mich heute gar keinen Bock, mich selber zu prügeln vor der Disco. Ne, dann prügeln die sich mit den Türstehern da. Also ist so, also wirklich klasse. Ja, Shergard. Einfach so auch für Frauen, ja, ist ja auch immer noch leider ein Thema, dass man da abends nicht mehr so gut. Ja, ist doch so, Lena. Für die. Bei mir sagst du das nicht mit denen. Bitte? Das ist schwierig für mich auch. Ist, möchte ich mir zurückhalten. Mit dir? Für dich ist es schwierig, ja. Wirklich? Ja. Aber du bist ja meistens mit der Familie unterwegs. Kommst vom Grillen, ne? Phyllis, hast du eine bessere Idee als Shergard? Boah, also, wir sollen ja was sagen, was Berlin unbedingt braucht. Ja. Ja, und ich glaube, das ist eine Aquariumversicherung. Kurz, aber geil. Ja. Ist ein kurzer Pitch. Ja. Ist eigentlich nur Aquariumversicherung. Alle denken sich, ja, machen wir das, cool. Ja. Ja. Wie viel brauchst du denn da? Millionen, das ist es. Okay. Klar. Lena, du hast doch auch wahrscheinlich eine Idee. Ich habe eine krasse Idee. Ja. Ich will dich erstmal gerade abholen, weil du siehst aus wirklich wie im Waldkindergartenkind, das gerade Heimweh hat, weil der Till so gemein zu dir war. Da will ich nur sagen, ich bin bei dir. Und jetzt auch bei ihm, oder? Natürlich, was? Ja klar. Mein Herz ist groß, habe ich dir ja schon vorher gesagt. Okay. Ja, ich habe natürlich was. Na, Phyllis sagte schon, was braucht Berlin wirklich? Und ich glaube, wahrscheinlich 90% im Raum haben hier schon mal die Erfahrung gemacht, es ist schwierig, eine Wohnung in Berlin zu finden. Ne? Da hat man schon mal ganz schön die Nase voll. Gleich das dazugehörige Werbevideo, ich liebe es. Du bist die Erste, die wirklich bitcht, ich richtig. Liebe es. Ich habe doch hier alles gelesen, was ich hier bringen soll. Ja. Ist jetzt auch gar nicht schlimm, dass du mich wieder unterbrochen hast, Tilly Maus. Dann mach ich einfach weiter. Nee, weil sowas kennt man auch aus Wohnungsbesichtigung, ne? Das ist immer so ein Till, der einem reinquatscht und ein bisschen rassistisch ist. Schwierig. Ich mag's. So, und jetzt ist es ja so, dass es in Berlin aber wirklich viele Friseurläden gibt. Ja. Na, über 2000. Und da frage ich euch, was passiert denn nachts mit den Friseurläden? Das ist ja eine Fläche, die so nicht genutzt wird. Na, die aber auch vom Boden schön gewärmt ist, weil Haare, weicher Untergrund. Das erinnert den Moritz an den Wald. Ist ja auch was für dich. Und deswegen sage ich jetzt, hier ist mein Pitch. Bitte buchen Sie doch Airbnb. Ja. Süß. Airbnb. Airbnb. Wow. Ja. Wow. Ja, ja, bin ich ganz ehrlich. Auch das zweite Spiel geht eindeutig an Lena Kupke, meine Damen und Herren. Also ich mache es. Herzlich willkommen zum nächsten Spiel, meine Damen und Herren. Okay. Es ist das dritte Spiel. Es heißt Weird Pictures of the Internet. Dafür haben wir 2 Bilder mitgebracht, die ihr beide da vorne seht. Ihr 3 da vorne seht. Und ihr habt jetzt die Aufgabe, mir diese Bilder zu beschreiben. Beziehungsweise, habt ihr die Bilder da? Ja.
Okay. Ich freue mich da drauf auf die Runde. Richtig toll. Okay. Ja. Eure Aufgabe auf der Bühne ist es, mir zu erzählen bei diesem Bild, wie ist es zu dieser Situation gekommen? Als kleiner Tipp auch für die Zuschauenden zu Hause. Je länger man sich diese Bilder anguckt, desto mehr geschieht auf diesem Bild. Till, was geschieht? Warum? Was passiert und warum? Wenn du eine Hose hast, die dir nicht so richtig passt und immer runterrutscht, es ist super, einen kotzenden Affen dabei zu haben, weil dann achtet keiner mehr auf dich. Das ist ein Punkt. Das wäre jetzt mein Einfall. Ja, super, toll, klasse, ja. Und Szene. Lena, wie ist dieses Bild zustande gekommen? Ja, also man erkennt ja ganz deutlich, dass der Affe, und ich nenne ihn jetzt bewusst noch Affe, ein Motto-T-Shirt hier anhat. Und ich weiß jetzt auch nicht genau, wie die Fotos von Tills Junggesellenabschied hier gelandet sind. Aber man erkennt ja, wie Till da noch ein Foto von seinem besten Freund macht. Ja, Till, einfach aufs Elend draufhalten, ne? Ja, boah, peinlich. Wirklich, wie die Heute-Show, ey. Phyllis. Das ist ganz klar, also so wird Bubble Tea hergestellt. Die Kügelchen kommen später rein. Das ist aber auch Produktionsgeheimnis. Ja. Kann ich noch? Bitte, es könnte gerne auch so Pierre M. Krause sein im Hintergrund. Und stimmt, das ist einfach das neue YouTube-Thumbnail zu seiner Kurzstrecke mit unser Charlie. Sehr gut. Saufen mit Charlie. Wir haben noch ein zweites Bild mitgebracht. Bitte erklärt mir, was man hier sieht und vor allem, wie es dazu gekommen ist. Ja, das ist ein klassischer Fall von Prank. Du brauchst für diesen Prank einen Kollegen, der für jeden Spaß zu haben ist, K.O.-Tropfen, ein Tigerkostüm, ein Tigergehege und dann einfach warten, bis Thomas aufwacht. Ha! Prank! Ah, kommt Prank von Pranke. Ja. Lena, wie ist das zustande gekommen? Genau, das ist ganz witzig, das ist aus dem WhatsApp-Chat von Phyllis und mir. Mhm. Und man sieht es Phyllis jetzt wirklich gar nicht an, aber sie liebt Karneval. So eine richtig kölsche Frohnatur. Und deswegen waren wir jetzt letzte Woche Karneval feiern. Ne? Und ja, als gute Freundin macht man so Fotos von sich gegenseitig. Und das ist wirklich das letzte Foto, was Phyllis von mir gemacht hat. Und dazu hat sie geschrieben, ey, du wurdest wieder abgeschleppt. Du Bitch, habe ich noch gesagt. Ja, du Bitch. Phyllis, wie ist es dazu gekommen? Das also vorne, ne, vorne da im Glas, das ist Till, wie er denkt, dass er im Bett ist. Und hinten ist, wie er wirklich im Bett ist. Das ist. Ja, das ist nett. Ich sag mal ganz im Ernst, müssen wir nicht überlegen, der Punkt geht an Phyllis Wackelkaster, meine Damen und Herren. Und damit steht es 2-1. Alle Leute haben heute Punkte geholt, außer Till Reiners. Aber trotzdem, wer hat die meisten Punkte? Großen Applaus für Lena Kupke, meine Damen und Herren. Da haben wir ihr Kinderfoto eingestellt. Falls ihr das auch so seht, gerne Kommentare schreiben. Welches Spiel fandet ihr am besten? Abonniert den Kanal. Schaltet nächste Woche wieder ein, wenn das heißt Falsch, aber lustig. Zusammen mit Till Reiners. Phyllis Dachstern. Und nächstes Mal jemand anderes als Lena Kupke. Wenn ihr es jetzt nicht sehen wollt, wenn ihr es noch mehr sehen wollt, einfach entweder hier draufklicken oder darauf klicken. Wir haben eine Menge andere Folgen auch noch. Bis dann.